Haben Sie noch irgendeinen Wunsch, Schweig? Ich habe, melde Korsams, eine Verabredung mit einem gewissen Wodiczka nach dem Krieg um 6 im Kelch. Vielleicht könnte man ihn wissen lassen, dass ich womöglich nicht komme, damit er nicht umsonst auf mich wartet. Also, das wird sich wohl kaum machen lassen. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Willst du, dass man dir die Augen verbindet? Das wäre ganz angenehm. Ich muss in die Sonne schauen und das blendet ein bisschen. Gestatten. Ich habe doch noch einen letzten Wunsch. Ich möchte mir meine Militärnummer auswendig merken. Der Feldwebel Wanjek hat im Militärlazarett eine Ansprache gehalten und hat gesagt, ihr Dreckschweine, glaubt ja nicht, dass ihr vom Militär loskommt, wenn ihr abkratzt. Wo ihr hinkommt, da gibt es auch Militär. Da wird ihr geschliffen, dass es nur so raucht. Dagegen ist das hier Honiglecken. Ich möchte auf alle Fälle für da oben meine Standnummer wissen. Für solche Fälle erspart man sich herrlich unnötige Scherereien. 1, 2, 8, 3, 5, 4, 6. Eine Lokomotive in Petschek an der Bahn am 16er Gleis hat die Nummer 4268 gehabt. Man hat sie wegschleppen sollen nach Lissa an der Elbe ins Depot zur Reparatur, aber sie ist nicht so leicht gegangen, weil der Lokomotivführer ein sehr schlechtes Gedächtnis auf Nummern gehabt hat. Da hat ihm der Streckenmeister gesagt, hören Sie, wann Sie so schwach auf Nummern sind, werde ich Ihnen zeigen, dass es sehr leicht ist, sich jede Nummer zu merken. Also schauen Sie, die Lokomotive hat die Nummer 4268, also geben Sie acht. Die erste Ziffer ist ein Vierer, die zweite ein Zweier, also merken Sie sich schon 4-2. Das ist von vorn 4 geteilt durch 2 und wieder haben Sie 4 und 2 nebeneinander. Und wie viel ist 4 mal 2? 8, nicht wahr? Also graben Sie sich ins Gedächtnis ein, dass der Achter, was hier Nummer 4268 ist, der letzte in der Reihe ist. Und nun merken Sie sich noch auf irgendeine gescheite Weise die 6, was vor der 8 kommt, das ist schrecklich einfach. Die erste Ziffer ist ein Vierer, die zweite ein Zweier, 4 und 2 ist 6. Also erschrecken Sie nicht, da sind Sie schon wieder. Die letzte vom Ende ist eine 6 und schon schwindet uns die Reihenfolge der Ziffern nie mehr aus dem Gedächtnis. Wir haben die Nummer 4268 jetzt im Kopf. Aber Sie können zum selben Resultat auch noch leichter kommen. Schluss jetzt! An die Wand stellen! Fertig! Leicht ist auch mit dem Dividieren. Wir rechnen uns den Koeffizienten nach dem Zolltarif aus. Aber der Mann hat einen Fehler gemacht. Herr Oberleutnant, kommen Sie schnell! Friede! Friede! Es ist Friede! Was Sie nicht sagen, Herr Pfarrer. Und weiß man schon beiläufig, wer gewonnen hat? Da bin ich wieder. Schweig! Der Schweig! Nein, sowas! Schweig, Josef, Bruderherz! Komm, lass dich umarmen! Nein. Ich hab's gewusst, der Schweig kommt durch, das hab ich immer gesagt. Setz dich, erzähl, sag, wie ist dir gegangen? Ei. Den Krieg werde ich wochenlang nicht vergessen. Und dir, Wodiczka, wie ist dir ergangen? Gut schaust du aus? Eine Granate, weg war's. Nick Wusma. Frau Ballingitz, mein Wirschkel. Da sind wir alle wieder zusammen, wie wenn nichts geschehen wäre. Genauso wie es war. Genauso wie es war, nur ein bisschen schlechter. Ah, der Herr Spitzel hat seine Tätigkeit auch wieder aufgenommen. Genauso wie es war, nur ein bisschen schlechter. Weil nämlich jeder etwas verloren hat. Der Wodiczka sein Bein, der Kaiser den Krieg und ich meinen Freund, den Herrn Oberleutnant Lukas. Ich weiß überhaupt nicht, wozu das alles gut war, aber ich bin ein behördlich anerkannter Idiot und es ist möglich, dass ich mich irre.
aber vielleicht hat alles doch einen tiefen Sinn. Nämlich, durch Schaden wird man klüger. Die Staatsmänner sind keine behördlich anerkannten Idioten. Im Gegenteil. Und daher wird keiner mehr von Ihnen so einen Krieg anzetteln. Nein, Krieg gibt's keinen mehr. Klammst dem Schwert.